Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Die nächste Frage bezieht sich auf dieses Buch, beziehungsweise einen Begriff, der offenbar in diesem Buch auftaucht. Uchiyama Kosho Roshi. Die Zen-Lehre des Landstreichers Kodo. Ne? Da zitiert der Uchiyama den Kodo immer wieder. Ne? Da kommen einige gute Sprüche vom Kodo vor und der Uchiyama schreibt dazu, was er dazu denkt. Ne? Das Buch wurde übersetzt von Guido Keller, beruht auf der englischen Übersetzung vom Okumura Shohaku. Ne? Allerdings fehlten in dieser englischen Übersetzung, ich glaube, es waren 7 oder 8 Kapitel, ne, die ich direkt aus dem Japanischen übersetzt habe. Die sind auch darin. Ne? Deshalb steht da übersetzt von Guido Keller und Muho. Ne? Aber der größte Teil, der stammt von Guido. Und die Frage lautet, lieber Muho, in den Erläuterungen Uchiyama Roshis zu Kodo Sawaki, die Zen-Lehre des Landstreichers Kodo, stieß ich auf die Begriffe Honshi no Fukō, in Klammern die Szenerie des Urgrunds, und universumvolles Leben. Könntest du diese Begriffe einmal erläutern? Ich habe da jetzt ein bisschen drin rumgeblättert, ich habe die Begriffe aber nicht finden können. Ne? Ich schätze mal, das ist der Teil, den der Guido übersetzt hat. Ne? Honshi ist Urgrund. Ne? Was Foucault sein könnte, weiß ich nicht. Ne? Also Szenerie ist auf Japanisch Fuke. Es könnte sein, dass sich da irgendjemand verschrieben hat. Ne? Die Szenerie auf dem Urgrund. Und universumvolles Leben ist ein Begriff, den der Uchiyama immer wieder verwendet. Tenchi bei no Seme. Das Leben, das sowohl Himmel als auch Erde erfüllt, wäre eine andere Übersetzung. Ne? Also Universum ist Tenchi, Himmel und Erde. Ippai bedeutet vollkommen ausfüllend. Und Seme ist das Leben. Und auf diesen Kommentar bezieht sich dann ein anderer Kommentar in derselben Spalte des selben Videos. Ne? Der schreibt: Lieber Muho, ich möchte mich anschließen. Die Begriffserklärungen würden mich auch interessieren. Universumvolles Leben oder Universum voller Leben? Und das andere, was für ein Grund, ein Urgrund? Gibt es so etwas? Was meinst du dazu? Interessiert es dich? Ich glaube, der Urgrund ist jetzt anwesend und gar nicht so in der Tiefe zu finden. Nicht, dass er im seichten Wasser zu finden wäre, aber er liegt doch sozusagen auf der Hand, vor unseren Augen. Was könnte gemeint sein? Universum volles Leben. Danke. Was ich da bei dem zweiten Kommentar zwischen den Zeilen lese, ist vollkommen richtig. Ne? Insofern wundert mich so ein bisschen oder überrascht mich die Frage, interessiert dich das? Ne? Denn ich habe zwar diese Begriffe Szenerie des Urgrunds und Universum volles Leben so noch nicht verwandt, aber ich habe immer wieder bin ich darauf zurückgekommen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel vom Hier und Jetzt spreche, einem recht abgegriffen, zugegebenermaßen abgegriffenen esoterischen Begriff, dann meine ich genau das. Ne? Oder wenn ich von der Leere spreche, wenn ich davon spreche, runterzukommen von der Karte, an den Ort, wo man tatsächlich steht, dann meine ich das. Die Präsenz im Da, ne? Es kommt nicht auf die Worte an, denn die Worte reichen da eigentlich nicht dran. Eben deshalb kann man auch immer wieder nach neuen Worten suchen. Und das ist, glaube ich, das, was auch der Uchiyama hier tut, ne? Beziehungsweise Dogen tut das im Shobogenzo, wenn man sich da so die Kapitelüberschriften durchliest. Viele der Kapitelüberschriften sind immer wieder Versuche, genau das auszudrücken, was
der Sawaki da Szenerie des Urgrunds nennt oder was Uchiyama das Leben nennt, das Himmel und Erde erfüllt. Ne? Zum Beispiel im Shobogenzo gibt es ein Kapitel mit dem japanischen Titel Immo, was der Brett Warner in Amerika als It übersetzt, ne? Also Es. Und darüber habe ich auch schon in Videos kommentiert, dass ich diese Übersetzung nicht so glücklich finde, denn Es ist ja dritte Person, ne? Also das Pronomen für die dritte Person, ne? Klingt für mich sehr neutral und distanziert. Eher würde ich sagen dies, ne? Also nicht es sagen, sondern eher das, was vor ich und du liegt, ne? Nicht das, was dahinter irgendwo liegt, sondern das, was noch vor ich und du ist, was näher ist als ich und du, nämlich dies. Das ist der Urgrund, ne? Das ist der Urgrund. Oder was in dem Kapitel Genjo Koan als Selbst bezeichnet wird. Ne? Da ist die Rede von dem Selbst und den 10.000 Dingen. Und dass es darum geht, das Selbst zu erlernen, das bedeutet, das Selbst zu vergessen und von den 10.000 Dingen bestätigt zu werden. Ne? Das Selbst ist der Urgrund und die 10.000 Dinge sind die Szenerie. Genjo Koan, der Titel selber, ich habe den, glaube ich, übersetzt als Vergegenwärtigung des offenen Geheimnisses. Das offene Geheimnis ist der Urgrund. Die Vergegenwärtigung dieses Urgrunds, ne? Das ist das Leben, das sich hier und jetzt abspielt. Und hier und jetzt bedeutet, es erfüllt Himmel und Erde, ne? Andere Beispiele, der alte Spiegel, ist auch ein Kapitel im Shobogenzo Kokyo, ebenfalls. Der Urgrund, ne? Oder wenn der König nach Sendaba verlangt, ne? Dann macht er sich auf die Suche nach dem Urgrund. Er sucht nach dem Leben, das Himmel und Erde ausfüllt. Der Mond, Tsuki, ist ebenfalls der Kapitel eines Shobogenzo-Kapitels, ne? Und da geht es auch darum, ne? Oder eine andere Metapher, die gerne verwendet wird, ist das Meer, ne? Und wie gesagt, die Leere im Herzsutra, Senki, allumfassendes Wirken, ne? Allumfassendes Wirken heißt bei Dogen Senki und beim Uchiyama ist es eben das Universum volle Leben. Ne? Gabbio, ein Kapitel, das ich ebenfalls übersetzt habe, das findet man in Futter für Pferd und Esel, da nenne ich es, glaube ich, der gemalte Reiskuchen, ne? Oder man könnte auch sagen, das Malen des Reiskuchens. Ein gemalter Reiskuchen kann man nicht essen, ne? Aber was ist der Reiskuchen eigentlich? Der Reiskuchen ist der Urgrund, man kann ihn nicht malen. Aber wie drückt sich der Urgrund aus, hier und jetzt? Er drückt sich aus im Malen der Szenerie. Die Szenerie ist zwar nicht der Urgrund, aber die Szenerie und der Urgrund waren nie voneinander getrennt. Insofern der Reiskuchen steht für den Urgrund und das Malen ist die Szenerie. Ne? Kuge, Blumen der Leere. Ne? Ikka no Myoju, die eine Perle. Oder Buddha Natur. Für mich alles Worte, die Versuche sind, das auszudrücken, was der Sawaki Honshi no entweder Fuke oder vielleicht auch Fuko nennt, ne? Und der Uchiyama Tenchi Bai no Seme, das Universum volle Leben. Ne? Da könnte ich jetzt noch mehr drüber schwurbeln natürlich, aber ich habe schon so viel darüber gesprochen, ne? Bloß dass ich dann immer Lehre gesagt habe oder hier und jetzt oder andere Begriffe verwendet habe. Ne? Dass es eigentlich nicht mehr so viel darüber zu sagen gibt. Ne? Und ja, also wenn es dich interessiert, dann guck bei meinen Videos nach denen, wo es um Lehre geht. Ne? Oder immer, wenn ich hier und jetzt
sage, dann meine ich genau das. Ne? Okay, eine kurze Frage und wie immer eine lange, gedankenschwere Antwort mit verkniffenem Mund. Tut mir leid, ne? Wir sind schon wieder über 10 Minuten hinweg und ihr müsst euch bis morgen gedulden. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Bis dann, Dankeschön fürs Zugucken und tschüss.